Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen wichtigen Video. Ich muss jetzt quick machen, ich muss gleich wieder los. Es geht ab nach Köln. Deswegen, ihr wisst Bescheid, das nächste Video wird auf jeden Fall in Köln sein. Wenn alles gut läuft. So, muss gleich nämlich meinen Zug erwischen auf jeden Fall und losfahren. Aber ich wollte euch jetzt noch diese wichtige Botschaft hier geben. Und zwar, jeder neue Anfang ist schwer. Es startet aber alles mit dir. Alles startet mit dir. Wenn du besser werden willst und deine alten Muster hinter dir lassen willst, es startet alles mit dir. Hör auf, das Opfer zu spielen und warum ich, warum passiert mir das, warum dies, warum das. Lerne aus deinen Dingen, aus deinen Fehlern. Weil was bringt es dir, die ganze Zeit noch das Opfer zu spielen und die ganze Zeit noch auf beleidigte Leberwurst zu machen und sonst, es bringt dich nicht weiter. Deswegen, jeder Neuanfang ist schwer. An sich zu arbeiten, in Sport zu gehen, nicht mehr an sich rumzuspielen, was auch immer du tun willst, die richtigen Menschen endlich in sein Leben ziehen. Aller Anfang ist schwer, aber es liegt alles an dir, dann endlich einzusehen, okay, ich muss jetzt hier das verändern, ich muss das hier verändern, ich muss das hier verändern, ich muss diese Sache hier hinter mir lassen, ich muss darüber hinwegkommen und sonst was, ja. So, jeder Neuanfang ist schwer. Wir sind in Cutting Season, ja, das habe ich von Trent Shelton, das ist auch so ein Motivator quasi, der macht auch richtig geile Videos auf YouTube und der hat mir früher sehr viel geholfen in meinen schwierigen Situationen, in meinen schweren Zeiten und deswegen gebe ich das auch so gerne weiter, weil ich genau weiß, wie es ist, irgendwie von neu zu starten und es ist schwer und man will nicht und man kämpft gegen sich selbst und man ist eigentlich sein eigener größter Feind und so und sein eigener Kritiker, größter Kritiker und ja, wenn du dir die ganze Zeit selbst im Weg stehst, musst du dich nicht wundern, dass du die ganze Zeit so 10 Schritte nach vorne, 20 zurück oder einen Schritt nach vorne, 3 zurück, nenn das, wie du es willst. Und so viele machen das. Die gehen einen Schritt vor, 3 zurück, einen Schritt vor, 3 zurück und werden eigentlich nur noch schlechter. So, weil dann die Angst kommt und man sagt, ich will jetzt das hier nicht verändern, ich will doch hier nicht meine Freunde verlieren und was weiß ich, ja. So, die gehen dann vielleicht hin und machen mal eine Zeit lang ihren Shit, aber dann gehen sie wieder zurück zu ihren alten Freunden, zur Familie oder was weiß ich, zu Freunden, Bekannten, die nicht gut für dich sind, gehst du dann wieder zurück. Ich kenne das. Deswegen lass es jetzt. Jeder Neuanfang ist schwer. Ich weiß, es ist schwer, Menschen hinter sich zu lassen, Dinge hinter sich zu lassen, irgendwelche Süchte, Ängste und Sorgen und Kummer und Leid und was weiß ich, das alles hinter sich zu lassen. Aber wenn du endlich ins Glück kommen willst und an dir arbeiten willst, musst du damit anfangen. Das alles hinter dir zu lassen und endlich nach vorne blicken, in die Zukunft, in das Positive, ohne dass du die ganze Zeit hier das Opfer spielst. Lass das hinter dir. Lass diese Opferspielerei hinter dir. Lass diese Weinerei hinter dir. Lass das alles hinter dir. Lass das alles hinter dir, diese ganze Gülle. So, warum ich, warum dies, warum passiert mir das, warum passiert mir jenes. Hör auf damit. Es bringt keinem etwas, wenn du die ganze Zeit nur das Opfer spielst. Es bringt überhaupt keinem was. Und du sendest dir selbst so schwache Signale, wie als könntest du nichts verändern. So, du spielst die ganze Zeit dir das Opfer, ja, und sendest dir selbst das Signal, du kannst deine Dinge um dich herum nicht verändern, weil die Dinge um dich herum verändern ja nur dich und du arme, beleidigte Leberwurst. Du hast es ja so schwer. Hör auf damit, du Arschloch. Hör auf damit, dir diese Scheiße einzureden. Hör auf damit. Hör auf damit, dir diese Scheiße einzureden. Oh, warum ich? Weil dann sagst du, wie gesagt, automatisch, du kannst es nicht verändern. Aber wenn du sagst, weißt du was, okay, war ein Fehler, ich werde es jetzt verändern, das ist powerful, das ist was komplett anderes. Das ist was komplett anderes, als wenn du dann die ganze Zeit da rumrennst, oh, warum hat sie mit mir gespielt, warum hat der, warum hat dies, warum, nein. Lack of accountability hat noch keinem geholfen, wenn du keine Verantwortung übernehmen kannst. Okay, hast einen Fehler gemacht, alles klar. Gesteht es ein, werde besser, arbeite an diesem Fehler, dass es nicht mehr passiert, Punkt. Mehr kannst du nicht tun. Mehr kannst du nicht tun. Nicht mehr und nicht weniger. Gestehst dir ein, mach es besser. Punkt. Fertig. Deswegen, das war jetzt einfach mal die Quick Message heute. Ich weiß, es ist ein sehr kurzes Video. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr öfters mal so Quick Videos braucht, so irgendwie kleine Motivationsvideos oder sonst was. Sagt Bescheid. In diesem Sinne, guckt mal in die Videobeschreibung für irgendwelche Coachings oder sonst was, wenn ihr es braucht. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Peace out. Stay blessed.
und spiele nicht mehr das Opfer. Peace.